tut mir der Wanst weh. Junge, 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 die haben mich hier heute Morgen im Hotel ausgestopft wie eine Weihnachtsgans. Da gab es selbstgemachte Schokolade, selbstgemachte Marmelade, selbstgemachtes Brot ohne Ende. Ich glaube, heute muss ich nicht mehr essen. Und irgendwie im Laufe des Tages wird sich das sicherlich auch nochmal rächen. Wie auch immer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir sind heute auf dem Weg von Seranda nach Ioannina in Griechenland. Warum Ioannina? Da gibt es so ein paar Sachen, einen Honda-Händler und so weiter und so fort. Ich habe so ein paar Dinge zu erledigen und die würde ich dann da auch erledigen wollen, soweit es möglich ist. Bei dem, was ich bisher recherchiert habe, wäre das alle dort möglich. Motorrad müsste mal ein bisschen sauber gemacht werden. Ich müsste mal meine Klamotten wieder richtig waschen. Gibt so ein paar Dinge, was mein Mikrofon angeht, die ich da eventuell klären möchte. Ansonsten, ja, einfach nochmal so ein bisschen zur Ruhe finden. Wie auch immer, heute Landeswechsel von Albanien rüber nach Griechenland. Vorher immer nochmal eine Runde tanken. Es ist nicht so weit. Das sind knapp 95 Kilometer. Mein Tank sagt aber erstens, dass wir bloß noch 93 Reichweite haben und dem glaube ich jetzt auch mal. Und der zweite Punkt ist ganz einfach, dass ich mir schon noch mal den einen oder anderen Spot angeguckt habe, weil wir sind da so ein bisschen auf einer Hochebene in Griechenland. Ich hoffe, dass es nicht allzu kalt wird, aber nichtsdestotrotz ist eine Hochebene, da gibt es sicherlich den einen oder anderen Ausblick, zumindest erwarte ich den einen oder anderen Ausblick. Insofern wird das sicherlich keine Tour sein, die man in einer Stunde abgerissen hat. Selbst das Navi sagt alleine 4 Stunden. Insofern, ja, die letzten Tage hat das Navi zumindest immer recht gehabt, auch wenn ich mich gewundert habe, aber es ist so. Insofern wird es eine relativ lange Tour, obwohl kilometermäßig nicht so weit. Kann immer mal was schief gehen, insofern fahren wir vorher noch mal tanken. Am besten gleich hier. Halbwegs voll getankt, nicht ganz, aber mehr oder weniger. Und damit dann auf nach Griechenland. Ja, was habe ich so weit zu Albanien zu sagen? Vorsichtig ausgedrückt, es ist ein super interessantes Land. Vermutlich nicht für jedermann. Das muss man ganz klar sagen. Aber jemand, der so ein bisschen das Außergewöhnliche sucht und vor allem dann auch solche Ausblicke wie hier, der ja, sollte auf jeden Fall ernsthaft über Albanien nachdenken. Ne? Die ersten Tage, als ich hier rumgelaufen bin, habe ich auch so gedacht, oha, die Leute sind so von Natur aus ja, gerade auch die Männer, alle so ein bisschen stämmiger, will ich mal sagen, ein bisschen gedrungener und wirken damit natürlich auch alle ein bisschen bulliger. Und irgendwie schießt mir immer ständig, wenn ich die Leute sehe, der Gedanke durch den Kopf, mein Gott, alles Autoschieber und Co. Und vielleicht ist das auch so, ich will den Leuten gar nichts Böses. Aber das sind halt so Vorurteile, die man hat, die ich auch habe. Und persönlich habe da meine eigene Meinung zu. Vorurteile sind was Gutes, weil die schützen einen vor Gefahren, Problemen und so weiter und so fort. Aber man muss halt eben doch jederzeit bereit sein, seine Vorurteile dann abzulegen, wenn denn der Beweis erbracht war, dass sie falsch sind. Ne? Und hier in dem Fall muss ich sagen, egal wo du hier hinkommst, die Leute sind super, super freundlich. Egal ob jetzt Mann oder Frau, wie auch immer, völlig irrelevant. Und nicht bloß in den Hotels oder so, die ja davon leben, sondern auch egal, wenn ich jetzt so durch die Dörfer gekommen bin und so, es war wirklich immer herzlich. Selbst wenn du jetzt hier so unterwegs bist auf der Straße, jetzt sind immer Leute, die dich anhupen, tun und machen. Am Anfang habe ich immer gedacht, was wollen die denn von mir? Aber die grüßen dich, ja. Also siehst du auch, wenn du irgendwo mal stehst, Fotos machst oder so, dass die Leute winken, hupen, manche halten an, je nachdem, inwiefern sie Englisch sprechen können oder nicht oder beziehungsweise, ob sie sich trauen oder nicht.
Die Leute sind halt super, super herzlich und auch gastfreundschaftlich. Ansonsten Essen ist super lecker. Es ist alles durchweg günstig, also für einen normalen Deutschen zumindest. Aber es ist halt ein spezielles Land, ne? Es ist alles sehr, sehr staubig. Ich weiß nicht, wie das in Griechenland ist. Es ist ja vermutlich aufgrund der Landesverhältnisse und so nicht anders, denke ich mal. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich war noch nicht großartig in Griechenland. Und insofern halte ich mich da mal zurück. Ich kann Albanien eigentlich grundsätzlich empfehlen, ja. Und wie gesagt, die ersten paar Stunden habe ich mich hier und da so ein bisschen unwohl gefühlt, muss ich sagen. Aber das habe ich mittlerweile komplett abgelegt. Ich bin der Meinung, dass Albanien ein ziemlich sicheres Land ist. Ich bin jetzt auch die letzten Tage immer abends und in der Nacht noch um 12, halb eins durch die Gegend gelaufen. Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das hier irgendwie in irgendeiner Form unsicher ist. Da hat doch nie einer darauf hingewiesen oder so. Da und da darfst du nicht hin oder ähnliches. Klar, so Polizeigeschichten, ne? Solltest du dich nicht vor die Polizei, vor so ein Polizeiquartier stellen und Fotos schießen oder filmen oder tun und machen, aber das ist in den meisten anderen Ländern genauso. Aber ansonsten bin ich davon überzeugt, dass Albanien ein ziemlich sicheres Land ist und man hier uneingeschränkt reisen kann. Man muss halt, wie gesagt, das, was man hier sieht und das, was man hier so tagtäglich erlebt, halt mögen und ein Faible dafür haben. Aber ansonsten kann ich es aus meiner Sicht uneingeschränkt empfehlen. Es steht nicht bei mir auf der allerhöchsten Liste der "Da will ich nochmal hin" Länder. Aber ich finde es halt schon interessant, weil ich vergleiche das ja immer so mit ein paar anderen Ecken der Welt. Ich habe ja nun schon das ein oder andere gesehen. Und ich sage, wenn einer zum Beispiel unbedingt nach Neuseeland will, ja, unbedingt, weil er der Meinung ist, das ist super schön und so weiter und so fort. Aber aus Deutschland ist das einfach unverschämt weit. Das ist eine ellenlange Reise. Wer das wirklich unbedingt will und sich das nicht leisten kann oder eben auch nicht so lange fliegen möchte oder so, der fliegt halt in Europa nach Island. Das ist aus meiner Sicht sehr zu vergleichen. Es ist natürlich nicht dasselbe, aber es kommt ihnen schon sehr nah. Also wer Island gesehen hat, muss nicht unbedingt nach Neuseeland. Klar, da gibt es keine Maori und so, aber grundsätzlich ist so die Art und Weise der Landschaft und so, das Laidback der Leute ist halt ähnlich. Und genauso ist es hier in Albanien. Albanien ist so ein, mittlerweile würde ich sagen, ist so ein für mich gefühlter Mischmasch aus dem, ja, bisschen Verkehrschaos Asien und dem, ja, dem allgemeinen Lebensstil Südamerika. Irgendwie so eine Mischung, habe ich das Gefühl. Insofern, wer sowas erleben möchte, kann halt innerhalb von Europa relativ schnell nach Albanien fliegen, fahren oder was auch immer. Ne? Also muss halt nicht hier um die ganze Welt und hat so einen gewissen Eindruck von dem, was einem in Südamerika zum Beispiel blühen würde. Oder was weiß ich, wenn ich Tirana nehme, was einem in Asien zum Beispiel blühen würde. Insofern, ja, also als ungewöhnliches Reiseland kann ich es definitiv empfehlen. Und wie gesagt, naturtechnisch von den Bergen her ist das super. Ne? Und ich denke, gerade wenn jetzt jemand auf Motorrad unterwegs ist, die Straßen sind recht gut. Da, wo sie dann aufhören, hast du dann halt ganz normale Offroad-Passagen, so nenne ich das mal. Die sind alle erlaubt und die sind auch alle frei sozusagen. Zumindest habe ich nie irgendwie was Gegenteiliges gefunden. Ne? Irgendwas Gegenteiliges gefunden. Und insofern, ja, wer auf sowas steht, für den ist Albanien garantiert auch ein Paradies. Ja, also findet jeder irgendetwas. Also von meiner Seite her, Albanien, so ein kleiner Geheimtipp. Ansonsten hier die letzten Tage, letzten zwei Tage, ich habe jetzt hier von Tirana nicht so wirklich viel gezeigt, weil das ist schön, das ist halt so ein richtiger Kurort vielleicht nicht, aber ein Badeort mit tausenden von Restaurants und Co. Da fahren brüllende Porsches und so weiter und so fort durch und der allerheiligste Mercedes sowieso.
Ansonsten, das ist schon schön mit den palmgesäumten Stränden und so. Generell entlang der Küste, alles von Flora hier runter bis nach Seranda, was eben wie gesagt auch als albanische Riviera bezeichnet wird. Und das darf es auch meiner Meinung nach zu Recht. Das ist schon wirklich wunderschön. Das letzte Stück hier von Himere runter ist natürlich auch für Motorradfahrer eine unglaublich schöne Strecke. Mit tollem Ausblick, tollen Straßen, gute Straßen. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen hier mit solchen Steinbrocken, wie hier am Rehwegesrand liegen. Und natürlich den Schafen, den Ziegen, den wildgewordenen Pferden, was man hier halt so alles vorfindet. Insofern, Rasen ist jetzt nicht unbedingt angesagt, aber schöne Aussichten kann man auf jeden Fall genießen. Das, ja, findet man hier unten auf jeden Fall. Ansonsten badetechnisch und so gibt es natürlich hier entsprechend der albanischen Riviera definitiv mehr als genug Dinge. Und wer so richtig auf Party und Co. und allem drum und dran steht, naja, der fliegt halt oder fährt halt nach Flora. Hat man ja hoffentlich zumindest auf ein, zwei Bildern erkennen können. Da kam es dir so ein bisschen vor, als wenn du in Miami bist. Und ja, also da ist schon ziemlich modern alles und die sind voll auf Tourismus ausgelegt. Mir persönlich hat eher so dazwischen Ding gefallen, so im Meere herum, wo auch das ein oder andere Schloss bzw. die ein oder andere Festung steht. Da sind auch ein paar Höhlensysteme und so. Da kann man wandern in die Berge und so. Das ist so eher mein Ding. Von dort aus könnte man notfalls auch Richtung Norden oder Süden fahren, Richtung Seranda oder halt Richtung Norden Flora. Also insofern ist für beide Urlaubsparteien, so sage ich es jetzt mal, was dabei. Gut, und damit sollte jetzt erstmal gewesen sein. Wir fahren jetzt nach Griechenland. Gott, ich habe gerade festgestellt, wir haben die 5000 Kilometer überschritten. Mann, Mann, Mann. Ah. Na gut, dann wartet mit Feiern. Mischt ihr. Völlig verpasst. 5073 Kilometer. Bisher ohne Probleme. Das ist schon mal ganz gut so. Na gut, dann warte ich eben auf die nächsten 4000 900 und schieß mich tot. Darf ich mal erzählen, dass ich Ingenieur bin? Germany. Yeah. Open. So, die Jungs waren jetzt ein bisschen genauer. Ich hoffe, dass das an der Grenze zu Griechenland nicht gleich normal passiert. Alle Taschen aufmachen musste ich bisher noch nie nicht. Und ja, es ist alles okay, ist halt ein Zoll.
ist natürlich auf dem Motorrad immer ein bisschen unangenehm, wenn du den ganzen Kram wieder einpacken musst. Super schwierig. Beim Auto machst du einfach den Kofferraum zu und dann ist gut. Aber gut, so ist das halt. Muss man mit leben. Eine Stunde später durch den Zoll von Albanien und Griechenland. Gott, so weit bin ich gar nicht mehr gewohnt. Das Schlimme ist, zum Schluss wusste keiner, was er mit mir anstellen soll. Die wollten unbedingt ein Zertifikat haben über einen Covid-Test. Den habe ich nicht gemacht. Ich habe meinen Impfausweis vorgelegt. Ja, dann gab es plötzlich Unstimmigkeiten, ob ich immer noch einen Test machen muss oder nicht. Und dann hat man halt kurz entschlossen gesagt, okay, man schiebt mir halt schnell mal so ein Stäbchen in die Nase, will meine Telefonnummer haben, damit man mich anrufen kann. Und das war so. Und jetzt ist mir auch erstmal dann doch ordentlich warm geworden. War so eine Situation, wo ich zugegebenermaßen froh war, dass es nicht ganz so warm ist um die Jahreszeit. Mann, Mann, Mann. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es so lange dauert. Oder verhältnismäßig so lange dauert. Aber gut, so ist es. Da war noch los, keine Ahnung, 8 Autos vor mir. Junge, Junge, Junge. Na gut, wie auch immer. Herzlich willkommen in Griechenland. Wir sind weiterhin auf unserem Weg Richtung Ioannina. Und unterwegs will ich mir noch mal ein, zwei Sachen in den Bergen angucken. Mal gucken. Wir werden sehen. Ja, wir sind jetzt hier an der Vikos-Schlucht im Norden von Ioannina, wo ich eigentlich hin will. Und wie man eventuell hört, knirscht ordentlich unter den Schuhen. Hier liegt auch ordentlich Schnee. Mal gucken, ob das hier gut geht. Und ja, mal schauen. Offensichtlich, also ich sag mal, ich habe mich gestern noch mal im Hotel so ein bisschen unterhalten. Ist wohl jetzt die letzten Tage auf jeden Fall eine ordentliche Kaltfront hier entlang des Mittelmeeres lang gegangen und deshalb liegt doch überall so viel Schnee, beziehungsweise deshalb ist es auch ordentlich kalt. Also die meisten behaupten, dass es um die Zeit schon deutlich wärmer ist, was dann zumindest auch mein eigentlichen Planung entgegengekommen wäre. Aber gut, so ist es halt. Die Sonne scheint, insofern alles super, alles chic und wir schauen uns jetzt die Vikos-Schlucht an. Ja, von hier aus hat sich dann der Plan etwas verändert, da hier vor Ort, wie man hier im Hintergrund noch sehen kann, Wayne und Elizabeth Taylor getroffen habe, die beide mit ihrem Campervan, ich glaube Matilda heißt der oder Truckvan, wie auch immer die großen Dinger heißen, mittlerweile schon seit einigen Jahren unterwegs sind. Sind zwei Australier. Ein super spannendes Paar. Wir haben wirklich den ganzen Nachmittag verquatscht, so schön im Sonnenschein, war das wirklich sehr, sehr angenehm. Ich habe leider wirklich vergessen, hier ein paar Fotos zu machen, um das Ganze einfach auch mal ein bisschen zu dokumentieren. Die beiden sind, wie gesagt, seit 2018 unterwegs, haben leider aufgrund der Corona-Restriktionen im Lockdown von Portugal, glaube ich, festgesteckt. Über ein halbes Jahr, also insgesamt glaube ich mit England und Portugal fast ein ganzes Jahr und sind jetzt wieder auf Tour. Jetzt so ein bisschen Griechenland so bewirtschaften bzw. sich anzugucken und ja,
dann sollt weitergehen. Ich wünsche den beiden, wie gesagt, super nettes, interessantes Paar. Weiterhin viel Erfolg auf ihrer Reise, auch wenn bis auf Elisabeth, glaube ich, die beiden dem Deutschen nicht so mächtig sind. Wer will, kann gerne mal auf deren Instagram-Seite reinschauen. Das sind die World Roamers, Living for the Journey. Hier mal eine Karte eingeblendet. Schaut rein, super, super interessant. Gibt sicherlich noch einiges von denen mehr zu erfahren in Zukunft. Was mich angeht, so habe ich versucht, die letzten Sonnenschein zu nutzen, noch kurz vor der Abenddämmerung, mir hier die eine oder andere Brücke noch auf dem Weg Richtung Ioannina anzuschauen. Wobei man sagen muss, dass die Bilder jetzt hier schon täuschen. Es war schon ordentlich dunkel und ich bin auch sehr spät abends erst in Ioannina angekommen. Den Fahrtweg erspare ich euch jetzt hier und wir steigen einfach gleich in den nächsten Tag ein. Heute zweiter Tag aus Ioannina. Ich glaube, so spricht man das aus, so war ich zumindest verstanden von den meisten Leuten hier. Ja, es war hier so ein kleiner Stopover, um einfach mal ein paar Dinge zu erledigen. Ne? Bisschen ein, zwei Sachen nach dem Motorrad gucken, zusammen mit den Jungs von Honda. Schauen, welche Möglichkeiten ich in Sachen Reifen noch habe, bevor es in die Türkei geht oder halt dann in der Türkei. Muss auch mal schauen, habe mich da noch nicht entschieden. Grundsätzlich, ja, wie man sehen kann, war ich mal beim Friseur, wie auch immer. Haare geschnitten, muss doch auch mal sein. Und ansonsten, ja, so ein bisschen Laundry Service, so ein bisschen Klamotten waschen, solche Geschichten. Ansonsten bin ich hier von Ioannina schon, ja, jetzt nicht beeindruckt, aber es ist auf jeden Fall eine größere Stadt, das steht fest. Es ist auf jeden Fall auch eine Universitätsstadt, da sind auch sehr, sehr viele junge Menschen unterwegs. Es gibt hier Cafés und Restaurants ohne Ende. Es gibt auch so ein kleines Castle, so einen kleinen Altstadt-Castle, wie auch immer, unten direkt am See. Der See selber war jetzt gestern mal ganz kurz da unten, insofern so vielleicht noch nicht gesehen. Ist jetzt kein so besonders schöner See, zumindest nicht aus meiner Sicht. Aber trotzdem stand ich da am See, insofern man kommt da auch ran. Weiter unten, das Castle, wie auch immer, die Festung, Festungsstätte, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, ist dann da unten weiter. Da bin ich jetzt auf dem Weg, ansonsten haben wir es jetzt schon 3:30, insofern. Ja, so viel ist da nicht mehr vom Tag. Ich werde euch noch ein bisschen was von dem Castle vielleicht zeigen dort unten. Ansonsten werde ich meine Klamotten packen und mich vorbereiten auf morgen. Morgen weiß ich noch nicht ganz genau, soll es vermutlich nach Thessaloniki gehen, was allerdings ziemlich weit weg ist. Insofern bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht mache ich zwischendrin noch mal ein bisschen am Meer Stopp. Das weiß ich aber noch nicht. Soll die nächsten 2 Tage regnen, insofern. Ich habe schon ein bisschen damit geliebäugelt, mal zu campen. Vielleicht am Meer, aber das fällt dann wohl aus. Ich weiß es noch nicht. Ich würde sich morgen entscheiden, ob ich da durchfahre oder nicht. Insofern, ja, nur ein ganz kurzer Stopover hier in Ioannina. Wer hier unten unterwegs ist, Wohnmobil oder ähnliches, ich glaube, warum nicht, hier können wir mal anhalten und sag ich mal, seinen Hausstand auf den neuesten Stand bringen. Thank you.
So, hier von meinem Balkon aus sollte dann erstmal gewesen sein. Wie gesagt, Ioannina einfach nur ein kurzer Zwischenstopp für mich, um einfach mal das ein oder andere zu erledigen, ein bisschen nach dem Motorrad gucken, sauber machen und so weiter und so fort, Kette mal richtig reinigen, neu schmieren, tun und machen, alles was so dazugehört, bisschen gegenchecken, was sie so gelöst hat, beziehungsweise was wieder festgezogen werden muss. Ja, locker hat einen Haarschnitt gekriegt, wie man sieht. Ansonsten, ja, die üblichen Sachen, die man ab und zu mal dann noch irgendwann mal braucht. Und jetzt nach den letzten Wochen, jetzt dringend mal notwendig waren. Und insofern, ja, bloß kurze Infos aus Ioannina. Es ist ein nettes Städtchen aus meiner Sicht, hat wie gesagt auch eine Universität. Damit sind jede Menge junge Leute unterwegs. Es gibt hier jede Menge Cafés, es gibt super schicke Restaurants vom Prinzip her. Und die Straßen sind halt voll. Ne? Also es gibt alle möglichen Läden, Geschäfte, tun und machen. Der Stadtkern ist ein bisschen sonderbar. Ich habe mich hier, glaube ich, heute alleine 4-5 Mal verlaufen und bin immer wieder nur per Zufall da gelandet, wo ich hin wollte. Also richtig sehe ich hier nicht durch. Aber es ist definitiv eine Stadt, wo man mal 1-2 Tage verbringen kann, meiner Meinung nach. Ob es jetzt ein Urlaubsziel ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen von dem, was ich jetzt hier gesehen habe. War jetzt nicht so spektakulär, aber wenn man mit dem Wohnmobil oder keine Ahnung, mit dem Auto irgendwie, Mietwagen oder so, Griechenland durchforstet, dann warum nicht? Dann kann man hier schon mal einen Stopover machen für ein paar Tage. Insofern sollte das von meiner Seite her gewesen sein. Ich bin Jens und das ist meine kleine persönliche Weltreise. Wir sehen uns halt hoffentlich im nächsten Video. Dann geht's weiter. Vermutlich Richtung Thessaloniki. Alles klar. Tschüssi.